Unsere nächste Wunderwaffe tötet nicht. Sie rettet Menschenleben. Der Bunker Elbe 2 im Hamburger Hafen. Bilder aus den 80er Jahren. Drei Exemplare eines einst hochgeheimen U-Boot-Typs rosten im Elbwasser vor sich hin. Der Bunker ist heute zugeschüttet. Die geheimnisvollen Boote liegen noch immer dort. Sie stammen aus einer Zeit, als der Seekrieg von technischen Neuerungen revolutioniert wird. 1943 verlieren Deutschlands U-Boote ihren größten Trumpf, die Unsichtbarkeit. Sonar, Radar und Funkentschlüsselung der Alliierten führen zur Versenkung von 43 deutschen U-Booten in nur 4 Wochen. Großadmiral Karl Dönitz muss alle noch im Einsatz befindlichen Boote in die Heimat zurückrufen. Die U-Boot-Waffe war ab Mai 1943 die Einsatzsituation so katastrophal, dass die meisten U-Boote, die auf den normalen Techniken basierten, nicht mehr aus dem Einsatz zurückkamen. Es musste also dringend ein neuer Typ konstruiert werden, der wenigstens den Besatzungen die Möglichkeit gab, einen erfolgreichen Angriff zu führen und lebendig wieder zurückzukommen. In nur 3 Monaten entstehen die Pläne für ein völlig neues, allen anderen Modellen weit überlegenes U-Boot. Der sogenannte Typ 21. Er ist 76 Meter lang und hat mehr als 1600 Tonnen Wasserverdrängung. Fast doppelt so viel wie der bisherige Typ 7. Der Typ 21 fährt mit 18 Knoten schneller als jeder Konvoi und das unter wie über Wasser. Vor allem aber kann er sehr lange getaucht fahren und damit unentdeckt bleiben. Eine Wunderwaffe zur See? Wir konnten 6 Wochen unter Wasser bleiben, ohne aufzutauchen, und hatten einen Aktionsradius von ein Dreivierteljahr, ohne versorgt zu werden. Diese Boote sollten mit 400 Booten die Küste von Amerikas blockieren. Jetzt erzähle ich mal was. Da wollten wir Amerika mit aushungern. Da wäre kein Schiff rausgekommen aus Amerika. Auch die Produktionsweise ist völlig neu. Der Typ 21 wird tief im Binnenland gefertigt, in einzelnen Sektionen. Auf den Werften in Hamburg, Bremen und Danzig erfolgt nur die Endmontage. Alle anderen Projekte der Marine werden zurückgestellt, die gesamte Baukapazität auf den Typ 21 konzentriert. Trotz der ständigen Bombenangriffe können bis Kriegsende rund 120 Boote des neuen Modells in Dienst gestellt werden. Dafür sind der Marineleitung auch verbrecherische Mittel recht. Zehntausende Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge machen das Bauprogramm erst möglich. Auf dem Atlantik kämpft die Kriegsmarine währenddessen einen aussichtslosen Kampf mit den alten Bootstypen. 1944 gehen 241 deutsche U-Boote verloren, samt Besatzungen. Im gleichen Zeitraum sinkt die versenkte alliierte Tonnage auf weniger als die Hälfte. Kann das neue Modell, der Typ 21, überhaupt noch etwas bewirken? The Type 21 could operate submerged. Der Typ 21 konnte getaucht operieren, ohne an die Oberfläche zu kommen. Er hatte einen Schnorchel für die Aufladung der Hochleistungsbatterien. Er konnte getaucht so schnell fahren wie über Wasser. Er war vielmehr ein echtes U-Boot als etwa der alte Typ 7. Für die Jagd auf alliierte Schiffe ist der Typ 21 mit zusätzlichen Neuerungen versehen. Ein Echolotsystem namens Nibelung soll das bisherige optische Zielen ersetzen. Der Kommandant muss nicht mal mehr das Seerohr ausfahren, wenn er die neuen lageunabhängigen Torpedos abfeuert. Die Wende im Seekrieg? Wenn Deutschland den Typ 21 früher hätte einsetzen können,
dann wäre eine neue Offensive auf dem Atlantik sicher möglich gewesen. Vor allem die hohe Unterwassergeschwindigkeit der Boote hätte es den alliierten Eskorten sehr schwer gemacht. Im Januar 1945 liegen die ersten neun Boote zur Erprobung in Danzig. Dort erleben die Besatzungen den großen Exodus der Ostpreußen und Pommern. Millionen sind auf der Flucht vor der Roten Armee und versuchen, per Schiff in den Westen zu gelangen. Die U-Boote erhalten Befehl, Travemünde oder Kiel anzulaufen. Mehrere Kommandanten entscheiden sich, Flüchtlinge an Bord zu nehmen. Auch Horst Willner von U-3505. Er weiß, dass die Mitnahme von Zivilisten streng verboten ist, erst recht auf einem Typ 21-Boot. Doch die Besatzung steht hinter ihrem Kommandanten. Mehr als 60 Frauen und Kinder zwängen sich in die Stahlröhre des U-Boots. Wir hatten ja keine Torpedos an Bord. Stellen Sie sich vor, 21 Torpedos. Da war ja Platz genug. Und dann gingen die durch das schmale Schiff, zwängten sie sich durch, setzten sich irgendwo hin und haben da also jetzt wie die Heringe auf der Stange da gesessen. Wo Platz war, haben wir die untergebracht. Ne? Wir haben die bei uns, wo wir geschlafen haben, waren die drinnen überall, natürlich, ist klar. War ja sonst kein Platz nicht da. Ne? Du hast bloß schon erkennen, dass die irgendwo ein Eck gefunden haben. Wir haben teilweise hinten im Klo drinnen geschlafen oder irgendwo. Das war egal. Aber die haben wir schon untergebracht, das hat schon gepasst. Mit einem hatte ich mich mal unterhalten. Der kam aus Elbing. Der war schon von seiner Mutter getrennt worden, ist er bis nach Gutenhafen gelaufen. Tagelang ist er umhergeirrt und wusste nicht, wo seine Eltern waren, gar nichts. Und dann taucht er hier in der Masse der anderen Kinder auf. Der hat sich gefreut. Und da bin ich heute noch stolz, dass ich den kleinen Kerl da hier mitnehmen konnte. Der machte so einen sympathischen Eindruck und hatte auch nur das Gefühl, Donnerwetter, ich bin jetzt ganz sicher, jetzt passiert mir nichts mehr. Keines der Boote vom Typ 21 kommt noch zu einem Kampfeinsatz. Diese Wunderwaffe kommt zu spät, um Menschen zu töten. Doch sie rettet Leben, so wie U-3505 von Kommandant Horst Willner. Seine Flüchtlinge gehen in Travemünde von Bord. Die Missachtung der Befehle bleibt ohne Folgen. Retter und Gerettete von U-3505 halten Kontakt. Bis heute. Weil die neuen Boote nicht rechtzeitig einsatzfähig sind, verfällt die Marineleitung auf verzweifelte und menschenverachtende Kampfmethoden mit eingeplanter Selbstopferung von Freiwilligen. Am Ende ist die Kriegsmarine genauso Teil des verbrecherischen Krieges wie das Heer oder die Luftwaffe. Und genauso wie bei den anderen Teilstreitkräften machen die Alliierten auch hier Jagd auf deutsche Waffentechnik. Die Neuerungen des Typs 21 werden von allen Siegermächten übernommen und kopiert.